Hi, während ich mich gestern hauptsächlich um die Betonplatten auf dem Neubau gekümmert hatte, hat Tarek auf jeden Fall, der war mega fleißig hier auf der Altbaustelle. Das Ding ist, wo ich jetzt hierher kam, habe ich lediglich nur die Zuleitung hier für Flur und Badezimmer bzw. WC im Untergeschoss gezogen, gerade eben zum Keller. Aber den Rest hat er komplett alleine gemacht, da können wir ja mal gerade eben gucken. Das Ding ist, so sah das an sich schon aus, wo wir letztes Mal geschaut haben, an sich. Bloß, dass hier die Decke komplett wieder drinne ist und auch verputzt wurde an der Stelle. Hier haben wir einmal den Lampenauslass, den er sich hier runtergelassen hat. Und hier in dem anderen Raum sind auch die Betondecken, nicht Betondecken, sondern die Gipskartonplatten angebracht und verspachtelt worden. Wird dann vermutlich auch rübergeputzt, wenn Zeit und Luft ist an der Stelle. Im Keller war der auf jeden Fall fleißig. Das Ding ist, erstmal hat der sich hier Leerrohre und also Installationsrohre und ein paar andere Sachen hier im 16er Schellen und solche Teile hier, davon brauchen wir bestimmt noch einen, habe ich gerade eben festgestellt, hat er sich mitgenommen. Aber wir können gerade eben, wo es hell ist, noch mal kurz besser sehen, hier mit dem Bewegungsmelder beispielsweise, da an der Stelle. Das hat auch beim letzten Video mit der Handytaschenlampe extreme Schatten geworfen und so weiter. Naja, im Endeffekt ist es jetzt so, dass man sich immer mittig orientiert hat. Einmal dort mittig, sag ich mal, wenn man sich das misst, zwischen Türzarge und der Kante links der Außenfassade, das Maß hier mittig von Fenster zu Fenster. Und da eben das gleiche wie links. Dann würde ich sagen, wir gehen einmal kurz in den Keller rüber. Also das Ding ist, von oben können wir erstmal gucken, hat er hier auch schon die 10 Quadrat Steigleitung gezogen. Da hat er sich das Loch genommen, was schon im Vorfeld gewesen ist, was aber wahrscheinlich auch ein extremer Akt gewesen ist. M16er Schellen passen ganz gut, um das hier so zu befestigen. Die anderen beiden Leitungen, einmal hier für Flur die Zuleitung und hier für Badezimmer die Zuleitung, wo hier noch eingestemmt werden muss, damit das Unterputz verschwindet, habe ich gerade noch gezogen. So, und unten sieht es folgendermaßen aus. Also hier hat er einen anderen Leitungsweg in Kauf genommen, als ich das gemacht habe. Der ist hier mit der Wohnzimmerzuleitung. Einmal hat er hier durchgebohrt, hat er da durchgebohrt, hat er da noch durchgebohrt und hat sich die Installationsrohre so festgemacht, damit das eben im Endeffekt hier rauskommt. Hier sieht man auch, dass die ganzen Leitungen, also das hier ist die Steigleitung nach oben, das sind die beiden, die ich gerade noch gezogen habe. Einmal hier an diesen Befestigungsklammern dran gemacht, um das an Decke und Wand befestigen zu können, Bündel, hier genau das gleiche und dann gehen die ganzen runter, bloß wir brauchen noch 4 bis 5 Zuleitungen für Obergeschoss, deswegen würde ich vorschlagen, das ist jetzt rappelvoll, eventuell hier links oder rechts noch einen hinzumachen, um das dann dementsprechend gleichmäßig aufzuteilen und ja, sonst liegt hier jetzt, habe ich beschriftet, Flur, dann der von hier kommt. Müsste Wohn draufstehen, das tut es auch, zwar falsch rum, aber steht drauf. Und hier haben wir noch WC Erdgeschoss und die anderen, das waren halt die alten Leitungen für Küche, Hof und so weiter, die weiterhin genutzt werden. Und hier, damit das alles von oben vom Zähler bespeist werden kann und dann läuft die ganze Geschichte, denke ich mal. So, das Ding ist hier im Wohnzimmer, ist alles an der Stelle dunkel. Das Ding ist hier bei den Schaltern, Steckdosen und so weiter, habe ich schon abgemantelt, da wo etwas weniger Leitungen drin sind, im Nachhinein abgemantelt. Wir sehen uns die ganze Geschichte dann im nächsten Clip auf jeden Fall noch bei Tageslicht an. Hier habe ich die schon reingemacht, aber da sieht man echt gar nichts mehr, weil es so dunkel ist und ich hier jetzt an der Stelle kein Licht habe. Und ihr wolltet sowieso sehen, wie ich das am Ende abmantel. Deswegen hier, wo 4 Leitungen rausgucken, werde ich das einmal auf ein Stativ hinstellen und dann mit euch gemeinsam bei Tageslicht einmal abmanteln und die Beschriftung beibehalten und es dann reinmachen. Dann kommen hier auch überall Signaldeckel drauf und dann kommt nochmal der Feinschliff am Ende. Des Weiteren hier im Flur. Mehr Baustelle als gedacht, kommt einmal dem Bauherrn, aber auch euch zugunsten. Ihr wollt ja sowieso, dass alle Leitungen erneuert werden. Das Ding ist nämlich bei der Lampenleitung, wo das alles noch dran war, habe ich da Vagus drauf gemacht und dann den Durchgang gemessen, einmal bei den Steckdosen, bei der Abzweigdose und bei der hier. Habe aber keinen Durchgang bekommen.
Dann haben wir gedacht, okay, machen wir die Decke auf und dann wird es mit Gipskarton verkleidet, verspachtelt und so weiter. Wo wir es aufgemacht haben, ist aufgefallen, dass da mit Lüsterklemmen gebrückt wurde, um die Leitung dementsprechend zu verlängern. Direkt ist auch aufgefallen, dass da der Neutralleiter abgebrochen ist. Das haben wir nicht abgeschnitten, das war schon so, hat wahrscheinlich noch kurz gehalten und dann ist zu Bruch gegangen, da sieht man noch ein bisschen Kupfer drin und so weiter. Wo wir das dann abgeschnitten haben, abisoliert und nochmal den Durchgang geprüft, habe ich zwar an der Stelle Durchgang bekommen, aber auch nicht so guten Durchgang, hat manchmal abgebrochen und dann wieder durchgeklingelt, also da war wahrscheinlich die Leitung vom Widerstand her nicht mehr so hoch oder verschmutzt oder keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Auf jeden Fall machen wir das alles hier neu. Das Ding ist hier, bei dem Schalter kommt ja einmal im Obergeschoss, müssen wir gucken, wo da die Wechselschalterleitung ist und so weiter oder ob das auch neu gemacht werden müsste. Auf jeden Fall kommen hier Doppelwechselschalter, einmal für Hauptbeleuchtung und für LED-Stripes einmal komplett drumherum. Bedeutet, dass wir hier die Lampenleitungen reinziehen in die Schalterdose. Im Endeffekt zwei dreiadrige Lampenleitungen und zwei fünfadrige von Schalter zu Schalter. Eine fünfadrige habe ich schon gemacht, da habe ich auch ein bisschen aufgestemmt in der Betondecke, damit man das alles da unter Putz schön reinbekommt, die vier Leitungen insgesamt. Und dann habe ich sie mir hier aufgerollt, aber reicht auf jeden Fall, um die da in die Ecke noch zu bekommen und dann runterzuführen. Da an der Stelle muss dann eben auch noch an sich ein bisschen aufgestemmt werden an der Decke, damit da auch die zwei Leitungen, die fünfadrigen, reinkommen, zu dem Schalter geführt werden kann. Zuleitung Flur haben wir ja schon, bedeutet, hier kommt die Zuleitung und ein Steckdose. Nee, hier kommt ein Schalter hin, da haben wir die Zuleitung für Flur. Darunter kommt ja der Wechselschalter für Eingangsbereich. Hier diese Lampe, die ich auch schon aufgemacht habe und die Abzweigdose geöffnet, um da mal durchzuklingeln und alles Mögliche. So viel dazu. Genau, und dann werden die verbunden, die fünfadrigen. Und dann sollte das mit der Lampengeschichte funktionieren. Und dann können wir gucken, wie wir hier weiterhin verfahren mit den Steckdosen, die hier hinkommen und so weiter. TAE-Dose-Löcher müssen noch gebohrt werden. Hier auf jeden Fall Kontrollschalter, Hauptbeleuchtung und Steckdose. Hier haben wir die Zuleitung für WC. Die kommt dann hier in das Loch rein. Müssen wir aber eben noch abbinden lassen. Das Ding ist, wir haben die gerade eben eingeputzt, die Schalter-Steckdosen-Kombi. Einmal Schalter für Spiegelschrank und hier eine Steckdose. Dann muss die dreiadrige Spiegelschrankleitung nach da gezogen werden. Dann haben wir hier die dreiadrige Lampenleitung für Spiegelschrank, die Zuleitung. Und die Zuleitung wird runtergebrückt für die Steckdose. Und dann müssen wir die Zuleitung noch nach oben brücken, dann nach rechts. Und dann von außen, also ein Loch hier durchbohren und dann von außen schlitzen wir hier, damit die Zuleitung da anliegt, die Steckdose bespeist werden kann. Und vom Kontrollschalter geht eine Lampenleitung wieder hoch, wieder durchs Loch. Und dann nach links, nach oben zur Decke und dann in der Mitte kommt dann die Lampenleitung. Dann ist die Geschichte auch schon fertig und in der Küche. Da ist jetzt auch so, dass hier alles weggekommen ist. Das war alles nur für den Bereich. Aus dem Flur kamen da Leitungen, die nur den Bereich abgedeckt haben und gar nichts mit Backofen, Herd und die neue Dings zu tun hatten. Hier an der Stelle abgeschnitten. Ist totgelegt, geht in den Keller und sonst alles hier auch abgeschnitten. Und da, wo sie die Leitung geflickt haben mit Isolierband, die ist leider nicht mehr da, aber ich habe gesehen, dass die da auf jeden Fall eine Lüsterklemme genutzt haben, um den Schutzleiter wieder zu verbinden, weil sie den irgendwie durchtrennt haben. Und ja, so haben sie das am Ende gelöst. So, die meisten bei der Instome-Frage sind auf jeden Fall dafür gewesen, dass man erstmal die Leitungen abmantelt und dann einführt. Aber das ist, wenn man seinem Werkzeug vertraut, dann ist es auf jeden Fall so, dass man das im Nachhinein auch machen kann, wie in meinem Fall jetzt. Das Ding ist, die Leitung hier, die jetzt zur anderen Steckdose geht, die habe ich schon im Vorfeld abgemantelt gehabt. Die können wir uns einfach so eindrehen und reinstecken. Dann sieht das Ganze vernünftig aus und um die anderen kümmern wir uns jetzt im Nachgang. Da mache ich erstmal die 3x15, achte drauf, hier steht Lampe 2, dass ich das am Ende auf jeden Fall nicht verwerfe. Das Ding ist, ich kann mir die aber auf jeden Fall an der Stelle in der Form schon mal einkürzen.
Und dann mantel ich mir das ab. Also hier sehe ich auf jeden Fall Lampe 2. Kann mir das in der Form abschneiden und an der Stelle auch das schon abmanteln, damit ich das nicht verliere. Zack, dann haben wir das hier. Und hier sieht man auch, dass hier nichts beschädigt ist an den Adern und so weiter. Das Ding ist, ich kann nämlich auch kurz zeigen, wenn ich abgemantelt habe, dann kann ich das Stück nehmen, schneide es ein, drehe und es ist immer noch fest. Erst wenn ich knicke, dann merkt man, okay, jetzt ist es ab. Und bei den 5x1,5 ist genau das Gleiche. Also das Werkzeug auf jeden Fall verlinke ich und dann ist es auf jeden Fall gut. Dann mache ich mir auf jeden Fall ein bisschen Platz. Guck, dass ich mit dem Ergonomischen auf jeden Fall so weit wie möglich reinkomme. Dreh ein bisschen, kann noch ein bisschen knicken. Aber ansonsten reicht das schon so, zack. Und ist ganz gut. Ich zeige das am Ende auf jeden Fall auch nochmal von nahem. Und jetzt achte ich auf jeden Fall drauf, dass ich mir das Abgeschnittene mit Lampe 2 einmal auf jeden Fall hier über die Phase drüber mache und einmal einknicke. Weil Neutralleiter und Schutzleiter wird sowieso gebrückt und das ist dann der Lampendraht. Und dann ist ganz gut. Und das mache ich jetzt auch noch mit den anderen. Bedeutet, hier kann ich mir auch schon mal einmal das abmanteln, wo Wechsel 1 draufsteht. Jetzt kann ich das hier in der Form auch schon abschneiden, sag ich mal. Bisschen drehen, knicken, zack, und da habe ich es auch schon. Und jetzt schneide ich mir das so auf Länge einmal und kann das genauso abmanteln. Einfach die gleiche Länge, wie die andere ist. Und wenn dann der Schalter verbaut wird, dann macht man sich das nochmal auf die gewünschte Länge, so wie das am Ende passt. Und der ist auch gut und unbeschädigt. Und bei denen lasse ich mir jetzt auch die Neutralleiter und den Schutzleiter weg. Stülpe mir das über die anderen drei Phasen. Phase und die korrespondierenden. Obwohl, ja, bei Wechsel 1 wird die rübergebrückt von dem Einschalter und bei den anderen 5-Adrigen bleibt die braune einfach frei, legt man sich auf Waage und dann ist gut. Haben wir das und das und so macht man jetzt weiter. Und bei der letzten hier haben wir jetzt Lampe 1, kann ich mir auch dementsprechend einkürzen. Dann Lampe 1 abmanteln, damit ich das nicht vergesse. Naja, Vorführeffekt irgendwie bei den anderen Schaltern, die ich gemacht habe, war das auf jeden Fall besser, aber so sieht es im Endeffekt aus. Naja, hier ist noch viel Mantel und so weiter, aber das lässt sich am Ende reindrücken. Der Schalter, der geht sowieso nicht, das sind jetzt tiefe Unterputzdosen. Naja, das geht auf jeden Fall, wenn man dann Schalter einbaut. Und so mache ich das und jetzt mache ich mir das erstmal so, dass ich mir die ganzen reindrehe und so weiter. Da fange ich mit den hinteren am Ende an und ja, dann läuft das schon. Hier in dem Fall habe ich das auch am Ende abgemantelt, nachdem die eingeführt worden sind. Und hier habe ich die beiden 5-Adrigen, Wechselschalter 1 rechts, Wechselschalter 2 links und hier Zuleitung und hier die Leitung, die weitergeht zur anderen Steckdose. Naja, hier sieht es schon besser aus. So, den haben wir uns gerade eben angesehen, den auch und die anderen, die ich im Vorfeld schon gemacht habe, die können wir uns jetzt kurz angucken. Hier war ja der eine beispielsweise, das sieht an der Stelle so aus. Dann ging es hier weiter, da haben wir einmal den Schalter, das sieht in der Form aus. Das hier kann man sich am Ende abmanteln, wenn schon gestrichen wurde und man gerade dabei ist, die Lampe zu montieren. Hier an der Stelle sieht das Ganze so aus, da haben wir zwei Leitungen, drei Adrige. Dann haben wir hier die drei, einmal außen und dann die kommende und die gehende zum anderen.
Abteil, hier der Kontrollschalter und Bewegungsmelder ist auch drin, das sieht so aus in der Form. Das hier ist nur die Beschriftung, nicht dass ihr denkt, dass es da so weit noch hinguckt, ist nur diese Beschriftung, dass es sich hier um Bewegungsmelder handelt, aber sonst hier ist abgemantelt worden und so weiter, sieht es in der Form aus. Die hier unten habe ich einmal so gemacht, da war ja einmal nur Steckdose kommend. Bei der Fertigmontage macht man das dann am Ende, dass man sich die Brücken legt. Und Außensteckdose habe ich auch schon abgemantelt. Da kam ich auch ganz gut hin mit dem Abmantler. So sieht es aus, da aus der Wandseite. Und genau, hat er schon aufgeräumt hier. Aber auf jeden Fall hat man gemerkt, dass die Dichtung auf jeden Fall mega porös gewesen ist von der Außensteckdose. Deswegen wird die auch neu gemacht. Dann hat er hier am Ende noch 5 x 1,5 Quadrat liegen. Ist nämlich ausgegangen, brauchen wir auf jeden Fall noch für Flur. Da habe ich jetzt schon diverse Leitungen an der Stelle gezogen gehabt. Die eine 5-adrige und die beiden Lampenleitungen liegen hier einmal über der Decke. Genau, die eine Lampenleitung, die wird ja schaltbar gemacht werden mit einer Steckdose da in der Ecke. Die andere Lampenleitung habe ich hier in der Mitte des Raumes ausgeführt, so wie die auch im Vorfeld war. Und ganz am Ende die beiden 5-adrigen, die muss ich jetzt noch hier hinziehen. So, hier im Flur habe ich jetzt alle Leitungen drin. Müssen wir nur gucken, dass wir die im Endeffekt hier reinbekommen. Aber das wird auf jeden Fall schon klappen, wenn man das mit zwei Händen und so weiter macht. Einmal in dem Schalter hier die beiden 5-adrigen und die beiden Lampenleitungen drin. Von einer 5-adrigen kann ich mir die Zuleitung von dort hier rüber brücken. Dann habe ich gesehen, dass die Stegleitung da oben, die wird nicht einfach so verputzt, keine Angst, aber das Ding ist, die geht auf jeden Fall nach oben. Die habe ich mir hier in den oberen Schalter für OG reingezogen. Da habe ich gesehen, dass sie oben in die Abzweigdose geht für die Wechselschaltung. Hat mir da auch alles Mögliche an der Stelle einmal durchgemessen. Die Lampe hier oben habe ich abgemacht und Vagoklemm drauf gemacht. Die Lampenleitung, die geht auf jeden Fall einmal hier in die Abzweigdose rein. Hier ist die Lampenleitung oben, habe ich mir so verdreht, damit ich die nicht verliere. Dann haben wir, das haben sie rübergebrückt hier, also der rote, der graue und der schwarze, der jetzt lose ist, der ging nach unten. Und da werde ich mir, also hier war Dauerstrom drauf und die wurden weitergebrückt. Und dann wurde von der Lampenleitung hier auf den schwarzen, der von rechts kommt, weil die hier gehen zum Schalter, die rübergebrückt wurden, natürlich für die korrespondierende von einem Schalter, die zwei, also rot und grau, wurde rübergeschliffen. Einmal hier zu der Dose, dachte erstmal, die haben da abgezweigt, aber da war nur Zeitungspapier drin, keine Leitung. Bedeutet, die Stegleitung haben sie unter der Wand direkt hier hingelegt, vermutlich. Auf jeden Fall habe ich da Durchgang. Und dann machen wir das im Endeffekt so, dass ich mir den schwarzen nehme. Da lege ich die Dauerphase drauf vom Obergeschoss. Dann geht der schwarze schon mal runter, damit unten die Phase anliegt. Den schwarzen Lampendraht, den lege ich hier auf den schwarzen, der zu dem Schalter geht. Mit der Lampe. Also den Lampendraht lege ich mir hier drauf, damit die Lampenleitung auf dem Schalter auf L drauf ist. Und genau, rot und grau bleibt drüber gebrückt. Wird am Ende wahrscheinlich nur mit Vagos gemacht und so weiter. Und dann hat man hier die Wechselschaltung, Lampenleitung hier auf dem schwarzen zu dem Schalter. Zuleitung von der Abzweigdose runter zum anderen Schalter. Und schwarz-grau, schwarz-grau sind die korrespondierenden zwischen den beiden Schaltern. Und dann läuft es mit der Lampengeschichte. Bin ich auf jeden Fall froh, dass die Lampenleitung in die Abzweigdose geht, dass wir da die Zuleitung im Obergeschoss haben. Dass hier die Leitung direkt dahin geht und von der Abzweigdose runter, sodass ich mir die quasi einen Schalter verlängert habe und dann ist gut. So, jetzt habe ich zum einen das hier ordentlicher hinbekommen. Da sieht man, wie alle Leitungen da reingehen, oft genug besprochen. Und beim anderen
habe ich hier auch drauf geachtet, unter Putz mit der Decke zu kommen, habe da übelst gestemmt und so weiter. Sogar das Eisen noch ein bisschen genutzt, um im Endeffekt die Leitungen da zu fixieren, damit die nicht runterhängen. Und dann gehen die beiden fünf Fahrträgen einmal hier rechts, habe ich mir auch alles freigestemmt an der Stelle. Gehen unter Putz hier zu dem oberen Schalter für die Doppelwechselschaltung. Hier haben wir die Zuleitung. Ist aber noch nicht alles. Jetzt müssen wir gucken, welche von den Leitungen hier rüber geht für die Lampe. Dann müssen wir das irgendwie mit der Wechselschaltung so verknüpfen, dass wir hier auf jeden Fall mindestens drei Drähte drin haben. Und von hier muss gegebenenfalls auch noch eine 3x15 gezogen werden als Zuleitung. Einfach um im Endeffekt da hinten noch den Strom an der Wand zu haben, wo wir im Endeffekt doch einmal durchbohren werden, um in der Küche die eine Steckdose vom Schrank zu bespeisen. Er ist auf jeden Fall da gerade am Verputzen. Können wir ja kurz, glaube ich, mal einmal kurz darüber gucken. So sieht das Ganze aus und ich glaube, das war auch noch innerhalb der 10 Sekunden. Oder wie viel man von GEMA-Musik irgendwie in seine Videos reinpacken kann. Muss noch ein bisschen aufpassen. So, das reicht an der Stelle auch schon von dem Altbau-Vlog und so weiter. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss.